Sie zählen zu den Superbauten der Menschheit. An gotischen Kathedralen wurde jahrzehntelang gebaut, an manchen, wie dem Kölner Dom, Jahrhunderte. Doch unser kulturelles Erbe beginnt zu bröckeln. Was kann man dagegen tun? Herzlich willkommen in meiner Heimatstadt Xenius, heute aus Köln. Salut! Dürfen wir vorstellen? Tada, der Dom. Er ist das Wahrzeichen Kölns. Weltkulturerbe und die Sehenswürdigkeit mit den meisten Besuchern hier in Deutschland. Das hat er sich auch verdient, denn allein die Bauzeit ist legendär. 632 Jahre, eine halbe Ewigkeit, liegt daran. Zwischendurch gab es jahrhundertelang Baustopp, unter anderem, weil das Geld gefehlt hat. Offiziell fertig ist er jetzt, feierlich seit 1880. Ich kann mich allerdings auch nicht erinnern, ihn jemals ohne Gerüst gesehen zu haben. Ja, in der Tat. Der Dom bleibt heute noch eine Baustelle, genauso wie alle anderen Kathedralen auch. Steine bröckeln, Glasfenster gehen kaputt. Was wird getan, um die Kathedralen vor dem Verfall zu bewahren? Die gotischen Kathedralen sollten das Reich Gottes schon auf Erden erfahrbar machen. Eine Architektur, die in die Höhe strebte. Wie hier in Straßburg beeindrucken die gotischen Kirchen mit ihren lichtdurchfluteten Innenräumen. Macht und Reichtum der Erbauer wurden so zur Schau gestellt. Die Kathedrale Saint-Étienne in Sens gilt als die erste gotische Kathedrale Frankreichs. Etwa zeitgleich entsteht in dieser neuen Bauweise ein Teil von Saint-Denis. Von hier aus verbreitet sich die Gotik in ganz Frankreich und über die damaligen Landesgrenzen hinaus. So auch nach Straßburg, wo das Münster im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Zunächst noch im romanischen Stil begonnen, wurde das Münster immer höher und filigraner. Mit immer größeren Fenstern und immer mehr Licht, sodass der Baukörper von innen fast schwerelos wirkt. Um nachzuvollziehen, wie sich das Straßburger Münster veränderte, hat der Architekt Stéphane Potier diese Entwicklung im Film nachgebaut und dazu alle überlieferten Dokumente ausgewertet. Ein sehr aufwendiges Projekt, bei dem er eng mit Wissenschaftlern zusammenarbeitete. Im Vergleich zur romanischen Architektur gibt es drei große technische Innovationen, die die gotische Architektur ausmachen. Zunächst ist das das Kreuzrippengewölbe. Es ermöglicht, die Kräfte gezielt auf Säulen abzuleiten, die damit das Gewölbe tragen. Zweitens die Strebebögen. Sie leiten die Kräfte nach außen. Damit kann man also in die Höhe bauen. Und schließlich ein nicht ganz so bekanntes Element der Gotik, der Bündelpfeiler. Ein Trick, um den Durchmesser der Säulen markant zu reduzieren. Doch nicht nur die Konstruktion ist entscheidend. In der Gotik wird die Architektur ergänzt durch bunte Fenster, die die Freiräume zwischen den Strebepfeilern einnehmen, und den vielen Skulpturen, die in die Säulen eingearbeitet, die Architektur auch stützen. Dies zeigt eine Ausstellung im Museum des Münsters von Straßburg, an der Stéphane Potier mitgewirkt hat. In der Gotik entsteht auch der Beruf des Architekten. Man brauchte jemanden, der die komplexe Bautätigkeit organisiert. Damit ist eine feste Werkstatt vor Ort unabdingbar. Die früheren Wanderbaustellen gab es nicht mehr. Zwar konnten Steinmetze und Bildhauer wandern, um andere Einflüsse kennenzulernen, aber die Werkstätten blieben an einem Ort. Etwa 1210 lässt sich in Straßburg der erste gotische Baumeister nieder, vermutlich aus Chartres. Gebaut wird jetzt im gotischen Stil. Doch jeder neue Baumeister ändert die Pläne. Über die Jahrhunderte der Bauphase gab es eine große Zahl von Architekten. Jeder hatte eigene Vorstellungen. Wegen der Bedeutung der Baustelle waren es die Stars ihrer Epoche. Jeder hat das Gebäude mitgeprägt. Das macht es zu einer wahren Bibliothek der Architektur. Von der Romanik zur Gotik, Hochgotik, Renaissance, Neogotik. Irgendwie hat es nie aufgehört. Die Straßburger Dombauhütte ist die einzige Frankreichs. Sie ist seit dem 13. Jahrhundert in Betrieb. Heute widmet sie sich allein dem Erhalt und der Restaurierung des Münsters.
Ein riesiges Depot bewahrt Gipsabdrücke der einzelnen Skulpturen auf, die die Bildhauer für Nachbildungen nutzen. Aber auch Beschichtungen werden untersucht, um den Stein zu schützen. Jährlich werden etwa 15 Kubikmeter Stein ausgetauscht. Aufwendiges Putzen und Festigen der Steine steht allerdings im Vordergrund. Möchte man doch, solange es geht, die alte Substanz erhalten. Anders als das Straßburger Münster ist der Kölner Dom erst am Ende des 19. Jahrhunderts fertig geworden. Er ist auf jeden Fall ein ganz besonderer gotischer Bau, zählt zu den höchsten und größten Kirchen der Welt und eines der bedeutendsten Bauwerke des späten Mittelalters. Du als Lokalpatriot kannst bestimmt stundenlang von dem Dom schwärmen. Auf jeden Fall länger, als wir jetzt Zeit hätten. Aber jetzt brauchen wir eher einen Experten für die Bausubstanz. Uwe Schäfer ist der Hüttenmeister der Kölner Dombauhütte. Er leitet sämtliche Renovierungs- und Restaurierungsmaßnahmen. Gab es ja mal zwei Fälle, in denen tatsächlich auch sich Brocken gelöst haben vom Dom und auf die Domplatte gefallen sind. Müssen wir damit rechnen, dass es immer wieder passieren kann? Nee, man muss nicht damit rechnen. Also das sind Stücke, die eigentlich schon ganz, ganz lange los sind. Meistens Kriegsschäden, die dann im Krieg irgendwo hingesprengt worden sind und dann wirklich da ja jetzt 60, 70 Jahre schon liegen und dann irgendwie bei starkem Regen oder starkem Wind sich lösen und dann runterfallen. Das heißt, Sie haben schon auch ein Vorwarnsystem? Ja, das beste Vorwarnsystem sind wirklich die Mitarbeiter, also meine Leute um hohem Dach sind ja jeden Tag am Dom unterwegs und wir wissen von ganz vielen Stellen, wo wirklich ein Steinchen liegt. Hingehen, anfassen, wackeln, was locker ist, nimmt man ja mit, ne? Natürlich. Das Problem ist einfach die Größe, man kommt natürlich nicht überall dran. Also Kollegen von mir, die einen kleineren Dom betreuen, die holen einmal im Jahr einen Steiger, fahren ihre komplette Kirche ab und fassen wirklich alles an. Also sehen kann man viel, aber man merkt es erst, wenn man anfasst. Und weil wir uns bei Xenius auch immer alles gern anfassen, können wir auch mit Ihnen nach oben fahren. Ja, ich glaube, ich fahre mal ganz nach oben. Oh, oh. Und dann schauen Sie mal, ob irgendwas los ist oder nicht. Sicher. Total kaputt, ja? Ja, und wenn man sich jetzt das hier ansieht, dann fragt man sich sofort, was macht den Stein so mürbe? Vielen Steinen des Doms geht es schlecht. Schon an der Oberfläche sind Schäden sichtbar. Die Strukturen lösen sich auf, der Stein zerbröselt. Die Gründe? Umwelteinflüsse und Witterung. Starke Regenfälle sind in der Kölner Bucht keine Seltenheit. Große Teile des Mauerwerks sind der Nässe seit mehr als 7 Jahrhunderten ausgesetzt. Der Naturstein saugt sich voll und trocknet immer wieder aus. Dieser Prozess beschädigt die Steine, sagt die Geologin Esther von Plewe-Leisen. Wenn es sehr stark regnet, das Gestein ist nass und dann kommt zum Beispiel Sonne drauf wieder, dann trocknet natürlich die Oberfläche als erstes ab. Und dann wird von innen die Feuchtigkeit an die Oberfläche nachgeliefert und die hat zum Teil eben gelöste Stoffe drin. Also, beim Verdunsten transportiert die Feuchtigkeit viele Mineralien von innen nach außen. Die Steine verlieren ihre Stabilität. Ein natürlicher Prozess der Verwitterung. Für die Geologin ein spannender Vorgang. Die Steine leben und verändern sich. Nimmt das Naturmaterial Wasser auf, verliert es an Festigkeit und dehnt sich kräftig aus.
Diesen Prozess der Ausdehnung kann Esther von Plevelaisen bei unterschiedlichen Steinen messen. Wassermoleküle werden eben eingelagert in die einzelnen Schichten und dadurch wird auf Dauer, wenn das immer wieder passiert, bei jedem Regen, dann wird auf Dauer das Gefüge gelockert und bei einem Sandstein, die Quarzkörner halten nicht mehr gut zusammen und fallen dann raus, das heißt die Oberfläche wird zerstört. Auch die vielen Schadstoffe aus der Luft fördern die Zerstörung. Sie reagieren mit den Mineralien, die beim Verdunsten an die Oberfläche des Steins gelangen. Es bilden sich Krusten. Das Calcium kommt aus dem Stein, aus dem Bindemittel raus und wird gelöst und kommt nach außen und verbindet sich dann mit dem SO4 der Luft und bildet dadurch diesen Gips, diese kleinen Rosetten. Natürlich ist da noch der ganze Dreck, der hier auch sowieso unterwegs ist, mit dabei, deswegen ist es so schwarz. Gleichzeitig wird das Gestein unter der Kruste mürbe. Das heißt, hinter der festen Schale verbirgt sich ein hohler, bröseliger Kern. Der Klangtest beweist es. Ja, also hier, das sieht ja total in Schuss aus, also ganz intakt. Aber wenn man mit dem Klangfühler drüber geht, dann hört man, dass das also eine große Schale ist. Fast der ganze Block ist eine Schale und die hat sich abgelöst vom Untergrund. Die ist wahrscheinlich mit dem Untergrund gar nicht mehr verbunden. Das liegt ja auch alles hohl, das hört man ja ganz deutlich. Diese Bohrmaschine soll den Beweis liefern. Solange sich ihre Spitze durch die Schale kämpft, kommt sie nur langsam vorwärts. Doch dann leistet das mürbe gewordene, bröckelige Material keinen Widerstand mehr. Im Labor untersucht Dr. von Plevelaisen diesen Prozess genauer. Denn erst wenn sie weiß, was im Inneren der Steine passiert, kann man das Mauerwerk des Kölner Doms erhalten. Ein Feinschliff unter dem Mikroskop zeigt ihr, welche Stoffe aus der Tiefe an die Oberfläche wandern. Es bilden sich diese Eisenanreicherungen um die Quarzkörner. Das Eisen wird gelöst in dem Stein durch Feuchte und wird dann eben im Zuge der Trocknung wandert es nach außen und wird dort an der Oberfläche eben abgelagert. Und man sieht, wie sich hier eben schon diese verhärtete oder verdichtete Oberflächenzone absetzt. Das heißt, es beginnt hier eine Schalenbildung. Wissen, das helfen kann, den Dom zu retten. Luftverschmutzung ist ein großes Problem. Eigentlich ist Schwarz gar nicht die Originalfarbe des Doms, oder? Nein, die Originalfarbe gerade hier oben ist ein heller Sandstein. Hier, wo das Schwarze schon wieder abgeblättert ist, könnt ihr sehr gut sehen, wie die Originalfarbe ist. Das ist nicht nur hässlich, sondern auch schädlich für den Stein, diese schwarze Kruste? Genau, hässlich oder nicht hässlich ist nicht unser Thema. Also viel wichtiger ist wirklich, dass die Umweltverschmutzung oder der saure Regen den Dom hinter der Kruste zerstört. Das heißt, alles, was Sie hier machen, auch dieses Gerüst, das ist nicht aus kosmetischen Gründen, weil der Dom schöner werden soll, sondern er muss halten. Genau, also Kosmetik betreiben wir gar nicht. Also auch wenn wir reinigen, entweder durch Laser oder durch ein Sandstrahlverfahren, hat das eigentlich nur den Sinn, dass wir den Dom schützen wollen und erhalten wollen. Hat überhaupt nichts mit Kosmetik zu tun. Mhm. Und die könnte man nicht so einfach entfernen, diese Kruste, weil hier könnte es sehr leicht schon weggehen, ne? Ja, also wenn Sie mit dem Fingernagel da dran gehen, dann holen Sie die Kruste natürlich runter. Aber in dem Fall machen Sie auch ein Stück Dom kaputt und wir wollen den Dom mehr erhalten. Also ja. Keine Kruste für zu Hause. Können wir das denn eigentlich auch irgendwo mal sehen, wo Sie so eine kleine Fassadenreinigung machen? Ja, also wir haben gerade eine Restauration am Michelsportal, ist Nordseite und da können wir uns das anschauen. Der Restaurator Jasper Völkert ist auf Lasertechnik spezialisiert. Ist es nicht unheimlich aufwendig, wenn man hier jede Stelle einzeln ablasert?
Aufwendig ja, aber das Ergebnis spricht für sich. Das ist die erste Verwitterungsschicht, die wir hier haben. Und wir wollen nur diese dichte schwarze Kruste, die die Oberfläche im Prinzip komplett absperrt, die wollen wir abnehmen, damit der Stein auch wieder den Feuchtigkeitsaustausch besser mitmachen kann. Und natürlich hat es auch einen gewissen ästhetischen Aspekt. Und man sieht es hier auch ganz, ganz schön. Es gibt unglaublich viele kleine Details, aber auch hier gibt es versteckte Ecken, ganz, ganz fein detailliert. Kann man überall auch mit Laser arbeiten? Der Vorteil von einem Laser ist natürlich, man kann den Laserstrahl auch mit einem Spiegel umlenken. Das heißt, wir können im Prinzip auch hier hinter die Flächen reinigen. Das könnten wir dann mit einem Partikelfeinstrahl eher nicht. Hier sehen wir es jetzt auch noch mal 1:1 im Vergleich zwischen gelasert und ungelasert. Und wie Sie das jetzt hinbekommen, das wollen wir uns noch mal angucken. Das können wir jetzt gerne machen. Ja. Okay, bevor ich euch jetzt das Lasern demonstrieren kann, müsst ihr Schutzbrillen aufziehen. Mhm, klar. Das Laserlicht ist sehr gefährlich für die Augen. Und welche Wellenlänge ist es? 1064 Nanometer, also Infrarot. Die Oberfläche, die benetzen wir einfach mit Wasser vorher. Und dann sieht man ja sehr schön. Okay, und du würdest gerne mal den Laser ausprobieren? Liebend gerne, dann werde ich auf ewig derjenige sein, der den Palmzweig gelasert hat. Oh, wow. Also man braucht auf jeden Fall eine ziemlich ruhige Hand. Geduld und Präzision. Markus Schröer arbeitet 32 Wochen an einem neuen Kapitell. Das Original war nicht mehr zu retten. Nun muss es ausgetauscht werden. Der Steinmetz muss sich auf den Naturstein hundertprozentig verlassen können. Denn seine Arbeit wäre umsonst, wenn das Werkstück wegen eines Materialfehlers in zwei Hälften zerbrechen würde. Deshalb hört Schröer in seinen Stein hinein. Je nachdem, wie er klingt, weiß ich, wie ich ihn bearbeiten muss. Ich merke, wie der Meißel im Material reagiert, ob er keilt, ob er prellt, ob er nur das Material wegnimmt. Und wenn man darauf nicht hört, geht's nicht. Und auch die Geologin hört auf den Stein. Besonders wenn es um künstlerische Ornamente und Skulpturen geht, ist das Wissen von Esther von Plevelaisen gefragt. Mit Ultraschall überprüft sie die Qualität des Rohmaterials. Auf der einen Seite der Impulsgeber, er sendet akustische Signale. Auf der anderen Seite ein Mikrofon. Gehen die Impulse ungehindert durch den Stein, ist alles in Ordnung. Doch ein Riss führt zum Ausschlag. Esther von Plevelaisen sucht deshalb nach einem anderen Mittel. Seit mehr als 30 Jahren experimentieren sie und ihre Kollegen mit Steinwürfeln. 50 verschiedene Proben aller am Dom verbauten Steine. Sie wurden mit unterschiedlichen Substanzen behandelt. Eine davon Kunstharz, das die Steine schützen soll. Ihre Analyse zeigt, der Zustand der Probe ist erschreckend. Das ist Bamberger Sandstein und der ist früher einmal wasserabweisend behandelt worden. Das Mittel ist nicht richtig eingedrungen und bildet jetzt Schalen an der Oberfläche, die nach einiger Zeit der Bewitterung eben abgehen und der Stein ist eigentlich praktisch zerstört. Vielversprechend, aber leider sehr teuer, sind Kieselsäureester. Diese Alkoholverbindungen reagieren wie Klebstoff. Sie kitten feinste Risse im Stein. Daher werden sie bereits zur Festigung und Konservierung von Naturstein eingesetzt. Esther von Plevelaisen misst zunächst im Labor, wie schnell, wie viel von dieser Substanz in den Stein dringt. Dann der Feldversuch.
Erst die Erprobung der Kieselsäureäste am Dom selbst liefert zuverlässige Resultate. Die Geologin hat eine Versuchsfläche ausgewählt. Ihre Diagnose steht fest. Unter der intakten Schale bröselt das Gefüge und muss dringend behandelt werden. Exakt 3 Minuten lang tränkt sie den Stein mit dem Mittel. Der Kieselsäureäster soll das verloren gegangene Bindemittel im Stein wiederherstellen. Und wir hoffen, dass es ungefähr 2 Zentimeter tief eindringt und dass dort den Stein wieder repariert. Ob dieser organische Klebstoff wirklich die Steine des Kölner Doms retten kann, ist noch fraglich. Wie halten die Steine eigentlich an sich aufeinander? Ist da einfach nur Mörtel dazwischen oder arbeiten Sie da auch mit Dübeln? Also die großen Steine haben eine Mörtelfuge, das reicht vollkommen aus, wogegen kleinere Querschnitte dann natürlich einen Dübel haben. Und woraus bestehen diese Armierungen, diese Dübel? Also diese Armierungen an Dübel bestehen eigentlich im Grunde aus Kupfer und Messing. Und irgendwann sind die aber mal da, hier bei 100 Meter sind die dazugegangen, ab 100 Meter haben die dann Eisen benutzt. Eisen, das sich als tickende Zeitbombe entpuppt. Die filigranen Bauteile der Gotik drohen abzubrechen. Bisher werden Wasserspeier, Kreuzblumen, aber auch Skulpturen mit Metallankern gesichert. Aber nun beginnen die Hilfsanker zu rosten. Nicht auszudenken, wenn sich tonnenschwere Bauteile lösen und abstürzen würden. Zum Zeitpunkt seiner Errichtung stellte die Architektur des Domes eine Neuerung dar. Auf massive Wandflächen wurde verzichtet. Damit die hohen Wände dennoch dem Druck des Daches und der Gewölbe standhalten konnten, mussten sie von außen stabilisiert werden. Strebebögen leiteten die Kraft, die von oben auf die Grundmauern drückte, nach außen ab. Strebepfeiler lenken den Druck nach unten. Eine geniale Erfindung. Doch das gesamte Strebewerk mit seinen unzähligen Verzierungen bietet Windböen eine große Angriffsfläche. Um die Steine zu stabilisieren, wurden sie schon im 19. Jahrhundert mit Dübeln und Metallstangen gesichert. Mit den Jahren hat das Eisen angefangen zu rosten und sprengt dabei ganze Steinblöcke. Hat das Volumen sehr stark vergrößert. Wenn dieser Rost jetzt sich in einem Beton oder einem Stein befindet, dann übt er einen sehr starken Druck auf diesen Beton aus und dieser Beton oder der Stein kann abgesprengt werden. Das bedeutet, wenn man eine Brücke oder ein anderes Bauwerk oder den Dom betrachtet und dort oben entsteht dann ein solches Korrosionsprodukt im Stein, dann kann das dazu führen, dass der Stein zerspringt. Oben legen die Steinmetze fast jeden Eisenanker frei. Nur so wird sichtbar, wo tatsächlich bereits Rost frisst. Früher hatte man das Eisen mit Blei ummantelt. Rost sollte so verhindert werden. Das hat nicht funktioniert. Der Bleimantel ist rissig geworden. Die Steinmetze müssen deshalb auch ihn entfernen. Das heißt, alles muss raus. Einzige Chance für die Zukunft: neue Halterungen aus Edelstahl. Eine effiziente, aber kostspielige Lösung. Stück für Stück arbeiten sich die Steinmetze voran. Mit dem hängenden Gerüst wandern sie langsam um den Nordturm und ersetzen das Eisen durch Edelstahl.
Sie bauen ja stetig am Dom, damit er für immer erhalten bleibt. Glauben Sie, das wird auch so sein? Ja, für immer und ewig ist eine lange Zeit. Natürlich ist das meine Hoffnung, aber 1000 Jahre sollte er doch noch stehen. Aber weißt du, was ich mir dann wünschen würde? Gerne auch mal ohne Gerüst. Also ich glaube, ohne Gerüst ist ganz, ganz schlecht. Also wenn man irgendetwas nicht mehr pflegt, ob das der Dom ist oder egal was, geht es natürlich relativ schnell kaputt. Also wenn Sie mal kein Gerüst mehr am Dom sehen, dann ist es ganz, ganz schlecht. Wir sagen vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. So ein Dom ist also wirklich ein echtes Jahrtausendprojekt. Das macht ihn ja gerade so faszinierend, nicht nur für uns Kölner. Damit sagen wir tschüss. À la prochaine. Salut.